Ein Rückblick auf über 30 Jahre kreative Aktionen in Gießen. Also nicht auf alle Aktionen, es gibt natürlich, hat es viel mehr gegeben als so dieser Kreativaktionsbereich. Der andere ist auch nicht irgendwie schlechter, besser oder sonst was, aber gerade Gießen ist halt schon so ein bisschen spezifisch eine Hochburg von Kreativaktionen gewesen, obwohl die Stadt, finde ich, ja eher so eine relativ langweilige ist. Mein Rückblick fängt wirklich ziemlich weit vorne an. Das ist jetzt noch gut zu sehen. Das hier ist eine Verkehrswendeaktion in Gießen vor über 30 Jahren. Man sieht noch das abfotografiert von einem Fernseher, wie lange das her war. Und was wir damals auch immer schon dabei hatten, ist, dass wir irgendwelche Lieder gemacht haben, die wir dabei gesungen haben. Und ich habe ja hier meine Gitarre mitgebracht, um mal durch die Zeitgeschichte auch, was es so an Songs auf Gießens Straßen gegeben hat. Ich werde in der Regel nicht die gesamten Lieder spielen, damit es nicht zu lange dauert. Aber das hier war zum Beispiel einer der Songs damals Ende 80er, Anfang 90er Jahre, den ich heute eigentlich nicht mehr gehört habe, schon länger mehr. Ich bin mobil ohne Auto und ich fahre mit dem Rad. Ich bin ohne Auto und ich flitze durch die Stadt und ich fahre 1000-mal schneller als jeder BMW und das kostet mich keinen Heller, ich fahre dem Autostau ade. Und dann ging das so weiter. Also das war so einer der ersten Songs, die damals gemacht wurden. Es gab eine ganze Menge, es gab richtig Liederbücher damals. Das würde man heute nicht mehr machen, einfach weil das Zeitalter der Bücher insgesamt ja vorbei ist. Das sind so die Bilder, das ist unterm Elefantenklo, das gab es damals auch schon. Und als kleiner Beweis dafür, dass ich wirklich auch in der Zeit schon dabei war. Öko war natürlich nicht nur eine Geschichte, aber das größte Thema in der damaligen Zeit im Ökologiebereich war ohne Frage Anti-Atom. Nun gibt es jetzt hier in Gießen keine großen Anlagen oder beziehungsweise eigentlich zwar schon, gibt es hier tatsächlich ein Zwischenlager für mittelradioaktive Abfälle. Das war aber nie so geil, das hat nie jemanden interessiert. Hier in der Ecke ganz kurz kam das mal auf, dieses Lager im Ebsdorfer Grund. Und das war einer der Standorte dann auch, wo eine Wiederaufbereitungsanlage diskutiert wurde, was dann in Wackersdorf versucht wurde und nicht geklappt hat. Aber von Gießen aus haben verschiedene Initiativen immer wieder Fahrten mit zu den Atomkraftwerken gemacht. Damals lief Biblis noch und da war ich auch dabei. Das fand ich eine wunderschöne Demo. Wir sind da vorgezogen. Es war natürlich eine langweilige Latschdemo, also keinerlei Kreativaktion. Aber kreativ, fand ich, waren ja die Mitarbeiter von der AKW, die haben ja nämlich diesen Spruch hingehauen, den man nicht leider, also dieses Transparent stammt nicht von uns, aber der Spruch, der ist einfach so genial. Wer nachts an Gleisen rumhantiert, tagsüber dann noch demonstriert, Plakate klebt, Parolen schreit, dem bleibt für Arbeit keine Zeit. Oh. Auch da entstand im Anti-Atom-Bereich, entstanden eine ganze Menge Lieder. Und ich habe es immer geliebt, auf bekannte Songs, die also von der Melodie bekannt waren, neue Texte zu schreiben. Das hatte den Vorteil, du brauchtest nur einen Liederzettel zu verteilen und alle konnten sofort mitgrölen, weil die Melodie ja bekannt war. Ne? Also wenn du jetzt halt irgendwas hast, wo die Melodie nicht bekannt ist, dann ist das nicht so einfach, da gleich irgendwie mitzudiskutieren. Also zum Beispiel das hier war ein, wir nannten das Lied eines Siemens-Managers. Also damals in dieser Zeit war die erste rot-grüne Koalition mit Joschka Fischer als Atomminister. Und wir fanden seine Bilanz nicht so toll und haben deshalb ein Lied gemacht. Da ging es vor allen Dingen um diese Anlagen in Hanau, Nukem, Alkem. Das waren Einrichtungen von Siemens. Und wir haben halt gesagt, also wir machen jetzt mal den Song eines Siemens-Managers, seine Ansprache an Joschka Fischer. Joschka Fischer, jetzt bist du wieder da. Joschka Fischer, ich zahl dich gleich in bar. Joschka Fischer, du bist mein bester Freund. Joschka, du hast mich nie enttäuscht. Joschka Fischer, immer intrigant. Joschka Fischer, hast die Grünen in der Hand. Joschka Fischer, guck da, schau doch da nicht rein. Joschka, lass 13 gerade sein. Ich hab versucht, ich komme ohne dich nicht klar.
wozu auch? Denn man wählt dich ja. Kein Mensch bescheißt das Volk wie du. Und Joschka, man lacht dich auch nicht aus. Gibt noch ein paar weitere Strophen, aber die lasse ich jetzt hier mal weg. Also, Gießen. Eine Stadt, die mal sehr klein war und einen schönen Wehranlage hatte. Der sogenannte Anlagenring ist jetzt nochmal sowas Ähnliches, wenn man Fußgänger von der Innenstadt abhalten will. Wuchs und wuchs, tut sie heute noch. Gießen ist ja die Stadt mit dem höchsten Studierendenanteil in Deutschland. Was auch daran liegt, dass es eine relativ kleine Stadt ist, mit zwei großen Hochschulen. Ich finde, dass man dieser Stadt das an kaum einer Stelle anmerkt. Da könnte die Mensch jetzt lange drüber spekulieren, wie das so kommt, dass diese Stadt so ultra langweilig ist. Sie hat ja neben diesen beiden großen Unis auch noch das Regierungspräsidium und das Polizeipräsidium, das UKGM. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Übergewicht an Bildungsbürgerinnentum. Das ist die klassische Szene, Beamtinnen und sowas Ähnliches. Und das prägt diese Stadt. Und irgendwie macht es den Eindruck, auch als wenn die Menschen, die jetzt hier freiwillig nach Gießen zum Studieren kommen, viele kommen ja unfreiwillig und bemühen sich ab dann neben guten Zensuren nur noch darum, zum Bachelor woanders hinzuwechseln. Die an den großen Gesellschaftswissenschaften, Jura, Wirtschaftswissenschaften, das sind ja die großen Studiengänge. Und ich finde, dass es eine Person gibt im Real Life im Moment in der Bundesrepublik, die den Typus des Gießener Studierenden so richtig deutlich macht, warum das hier so langweilig ist. Jura studiert in Gießen hat Frank-Walter Steinmeier. Es gibt auch andere Ereignisse, die so ein bisschen deutlich machen, was von Gießen zu halten ist. 1991 passierte etwas sehr Witziges. Da sollte ein großes Festival hier stattfinden, das Bizarre-Festival. Und der damalige Bürgermeister, Manfred Mutz von der SPD, also könnte man hier gleich austauschen, so von der Langeweile-Status her, fand, dass diese Musik so schräg sei, da kommt keiner. Man müsse keine Vorbereitungen treffen. Diese Musik, ich weiß nicht, was der so von morgens bis abends so hört, Heino, alter Standard, keine Ahnung. Jedenfalls meinte er, braucht man nicht. Also, das Konzert sollte im Waldstadion stattfinden. So sah das dann aus. Man sieht also, ist keiner gekommen. Und die Stadt hatte keinerlei Vorbereitungen getroffen. Und das führte zu einem beeindruckenden Ergebnis. Diese über 10.000 Leute mussten jetzt irgendwo in der Stadt übernachten. Und das machten sie auf eigene Faust. Das heißt also, die Kreuzungen und die Plätze und die Parks wurden so mit Trassierband oder sowas abgesteckt. Die Orte, wo gekocht wurde, die Orte, wo geschlafen wurde, die Orte, wo hingekackt wurde. 1991. Bizarre. Das ist Gießen. So konnte man das so kennenlernen, wie Gießen so kulturell abgeht. Es gab natürlich auch damals schon Einrichtungen. Gießen hat eigentlich eine sehr interessante Tradition an besetzten Häusern, schwerpunktmäßig feministischen Projekten. Das ist der Hintergrund, warum es heute noch so viele, aber eher etablierte, staatsgeförderte Einrichtungen, Frauenkulturzentrum und so weiter gibt. Das geht auf eine Geschichte zurück von vielen Hausbesetzungen, feministischen. Eines der letzten Hausbesetzungen ist das, was wir heute als AK-44 kennen, hier noch in der Südanlage. Das Haus gibt es heute nicht mehr. Jetzt sind, das ist aber ja alles noch so im normalen Bereich, wo kommt diese Kreativaktionswelle in Gießen her? Die kommt aus der ersten Jugendumweltbewegung. Also ich würde Friday for Future und sowas immer als zweite Jugendumweltbewegung bezeichnen. Die erste Jugendumweltbewegung ist Ende der 70er entstanden und dann vor allen Dingen die 80er und Anfang 90er durchgelaufen. Wie alle Bewegungen ja so ihre Modethemen haben, jetzt die letzten Jahre war das Modethema im Umweltbereich Klimaschutz. Vor 10 oder 15 Jahren war Gentechnik das Thema und vor 30 Jahren war der klassische Arten- und Biotopschutz das Schwerpunktthema im damaligen Natur- und Umweltschutz. Man muss sich vorstellen, dass im Kreis Gießen alleine ungefähr 100 auf klassischen Naturschutz orientierte Ökogruppen existierten. Viele davon findest du heute noch so als Karteileichen und sowas oder die auf Vereinsheim pflegen, aber dieses Thema ist ja völlig raus. Also Wiesen mähen, Tümpel anlegen, Bäche renaturieren, Hecken pflanzen, das war damals das Hauptthema. Aus der Ecke komme ich auch, war damals in den Jugendumweltzusammenhängen aktiv und es führte dann Stück für Stück zu einer großen Auseinandersetzung mit den Erwachsenenverbänden. Also wir Jugendlichen waren wesentlich radikaler, fanden diese ganzen Hierarchien und diese ganzen Parteiamtsleute in den Vorständen ganz schrecklich. Und irgendwann haben die Erwachsenen Angst gehabt, dass wir zu stark werden als Jugendumweltbewegung und vorauseilend
lösten sie in mehreren Bundesländern ihre Jugendverbände zwangsweise auf. Das geschah auch in Hessen. Ich war damals im Bundesjugendvorstand der Naturschutzjugend und das sind natürlich die Unterlagen, die ich habe. Man könnte das auch mit anderen Namen machen. Ich wurde dann als amtierender Bundesjugendvorständler aus dem Verband ausgeschlossen mit der Begründung, dass ich mich nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befinde. Das führte dazu, dass ganz viele aktive Jugendumweltleute auf der Straße standen und sich neu organisieren mussten. Und wir hatten auf keinen Fall mehr Bock, Verbände zu gründen, Logos, dieser ganze Verbandsmeierei, das ging uns bis hier. Und wir suchten ein Weilchen und dann kam die Idee, wir machen so quasi lauter autonome Ökohäuser, die sogenannten Projektwerkstätten. Und hier im Kreis Gießen entstand die erste Projektwerkstatt Deutschlands im alten Bahnhof Treis-Holloff. Den gibt es immer noch, den Bahnhof, da hält der Zug auch, das ist an der Lahn-Kinzig-Bahn, ein Stopp. Und dieser Bahnhof gehört auch noch einem Naturschutzverband und der war damals auf unserer Seite, diese Ortsgruppe, und hat uns den Bahnhof zur Verfügung gestellt, um die erste Projektwerkstatt, alter Bahnhof Treis-Holloff, so hieß die. Da sieht man dieses Gründungsbild, wo so ein paar Leute da rumstehen. Ganz wichtig war uns die Selbstorganisation und die Hierarchiefreiheit. Ich will jetzt natürlich nicht tausend Details hier so nennen, dann würde der ganze Abend ja bis wahrscheinlich nächste Woche dauern. Aber an prägnanten Beispielen, was das bedeutete, auch was man sich heute gar nicht mehr richtig gut vorstellen kann. So war uns zum Beispiel wichtig, dass nicht mal Jugendliche Kindergruppen leiten, sondern Kindergruppen selber sich organisieren. Es gab die Kinderaktion Umweltschutz, Kaktus, wo man nur bis 14 Jahre dabei sein konnte. Der landesweite Koordinationspunkt war in diesem alten Bahnhof Treis-Holloff. Das ist ein Bild aus der Projektwerkstatt alter Bahnhof Treis-Holloff von einem landesweiten Treffen von Kaktus. Die haben auch Aktionen gemacht, zum Beispiel gegen Müll zu Weihnachten hier auf dem Seltersweg. Eine Kinderaktion auf dem Seltersweg. Also finde ich völlig unvorstellbar heutzutage. Ich finde, dass wir da als Bewegung eine sehr starke reaktionäre Phase hatten um 2000 herum. Heute sind die Kindergruppen alle wieder von Erwachsenen geleitet. Auch selbst organisiert waren damals an Schulen sehr viele Leute aktiv. Und auch da, finde ich, hat sich das Bild deutlich gewandelt. Es gab damals selbstverwaltete Schülerinnenzeitungen und sowas. Das ist alles außer Mode gekommen. Heute wird fast jede AG dieser Art von Lehrerinnen geleitet. Und es funktioniert auch tatsächlich nicht mehr so ohne weiteres, ohne das. Damals gab es Riesenkämpfe immer dabei, weil es war einfach der Beat. Letztendlich war das auch nicht Überzeugung, sondern das war auch Diskurs. Wir Jugendlichen, ich war ja damals dabei, fanden, die Erwachsenen sind alle scheiße. Die waren damals auch noch auffälliger scheiße als heute. Heute sind ihre Aktionen mehr so durch die Blume, also so, dass du es nicht so merkst. Es war also leichter, gegen die Erwachsenen zu sein. Und an den Schulen organisierten sich auch in Hessen und bundesweit Hunderte von Umwelt-AGs, ausschließlich von Schülerinnen selber organisiert. Die haben verschiedenste Aktionen gemacht. Unter anderem haben sie den Einweg an den Schulen bekämpft. Und eine der Aktionen war die Aktion Tote Dose. Da wurden Dosen gesammelt und dann in einer Aktion in einer Stadt mit einem Riesengerüst dargestellt, wie viele Dosen an einem Tag in der Stadt anfallen. Das hier ist die Aktion in Gießen, es sind ungefähr 50.000 gewesen. Das ist ein Gerüst, was auf dem Kirchenplatz aufgebaut wurde und dort einige Tage stand. Und dann haben wir uns auch mal zusammengetan und unter anderem, also die größte Einwegverpackungsfirma sitzt hier in Limburg. Und dann haben wir zum Beispiel eine Demo in Limburg organisiert, sind zu Tetra Pak, sitzt da halt, gezogen. Das ist alles jetzt Anfang 90er Jahre. Ne? Und natürlich, wir hatten einen Song dabei. Und ihr seht, ich hatte einen Faible für sehr bekannte Melodien. Wobei man sagen muss, die waren damals vor allen Dingen bekannt. In Limburg steht das Tetra-Haus, doch die Milchkartons, die müssen raus, damit in dieser schönen Stadt der Umweltschutz eine Chance hat. Denn wir haben uns gut informiert, obwohl Tetra täglich inseriert. Drum ziehen wir heute an diesen Ort und rufen laut, der Müll muss fort. Und draußen vor der großen Stadt findet jetzt die große Demo statt. Skandal um Tetra Pak, Skandal um Tetra Pak, Skandal um den riesen Müllberg und so weiter und so weiter. Also das sind wenige Beispiele für so Aktivitäten damals so Anfang der 90er Jahre, aus denen sich dann diese Projektwerkstätten entwickelten. Binnen weniger Wochen entstanden deutschlandweit 50 Projektwerkstätten, weil ja die Jugendumweltengagierten da waren und sich neu organisieren wollten. Und als es den alten Bahnhof Treis-Holloff gegeben hat, war es so, okay, das machen wir jetzt überall. In Hessen 7 oder 8. Manche existieren auch noch, sind aber weitgehend etabliert. Zum Beispiel die nächstliegende ist in Assenheim in der Wetterau. Die ist aber sehr ruhig geworden. Jetzt wieder eigentlich ein klassisches Vereinsheim.
In Alten Bahnhof Treis-Holloff kam es zu einer Reaktion. Irgendwann mal hatten die Umweltverbände wieder im Griff und auch diese Ortsgruppe stand dann nicht mehr hinter uns und warf uns raus. Und wir zogen um dahin, wo die Projektwerkstatt jetzt ist. So sah es genau aus, als wir das Haus gekauft haben. Und so sieht es heute aus. Ein Haus, ja, das von diesen Kreativaktionen lebt und für die lebt. Also alles mögliche an Material da ist, von Bibliotheken über Veranstaltungsräume. Das ist zum Beispiel bei der Globale eine Filmvorführung gewesen. Aber das Herzstück sind die ganzen Kreativwerkstätten. Das ist zum Beispiel ein Blick in die Theatersammlung. Es gibt ein Filmstudio, es gibt eine Sabotagewerkstatt, es gibt alles mögliche, Fahrradwerkstatt und so weiter und so fort, um da verschiedenste Sachen zu machen. Es ist aber nicht das einzige Haus. Wir haben im Laufe der Zeit immer wieder um uns Gebäude bemüht. Das hier wäre das größte geworden. Da ist ein jahrelanger Streit drum gelaufen. Das war ein leerstehendes Hofgut in der Nähe auch der Projektwerkstatt Winneroth. Und unser Gegner war der Golfplatz, der leider sich durchgesetzt hat und heute da ist. Es war eine richtig große Runde von Leuten hier. Wäre, wenn wir gewonnen hätten, nicht nur ein biologischer landwirtschaftlicher Hof entstanden, sondern auch eine freie Schule und viele, viele andere Dinge. Aber wie gesagt, leider haben wir ja verloren. Wir haben den auch mal besetzt. Das ist übrigens mein erster Knastaufenthalt gewesen. Für die Besetzung durfte ich einen Monat in den Knast. Dieses Bild zeigt aber schon mal ein weiteres Haus, was ich eigentlich das spannendste Aktionshaus fand, was wir je hier in der Region hatten. Nämlich die rollende Projektwerkstatt, das Umweltaktionsmobil. Wir haben dann, als der Bau anfing, versucht, das zu blockieren. Es hat alles nicht geklappt. Also es war schon ein bisschen spektakulär, ne? Also wir saßen da und blockierten und dann haben die uns da weggeräumt und dann sind die da reingefahren und hier hinten war irgendwie verdeckt halt so ein großer Graben gezogen. Da ist dann ja ihr erstes Auto hier mal gleich reingefallen. So, also die Auseinandersetzungen waren auch damals schon auf diesem Niveau. Aber leider so sah es dann kurz danach aus. So ein Golfplatz bedeutet ja wirklich die totale Zerstörung der Landschaft. Hinterher sieht es wieder ein bisschen grün aus. Aber tatsächlich ist da nichts Grünes zu finden. 1995 muss das ungefähr gewesen sein, diese Auseinandersetzung um den Golfplatz. Die zogen sich aber dann schon auch eine ganze Zeit lang. Hier sehen wir jetzt dieses Aktionsmobil an verschiedenen Orten in und um Gießen. Hier zum Beispiel im Schwimmbad stehen wir da und da war eine Bühne drin, da war verschiedenes Arbeitsmaterial drin. Und dann sind auch immer mal spontan Leute aufgetreten, und da sind irgendwelche Clowns gerade. Wir sind auf allen Schulhöfen gewesen, auf Stadtfesten oder so etwas. Wir hatten eine entsprechende Anlage da drin mit Solarstrom betrieben, was damals ja Anfang der 90er Jahre jetzt nicht unbedingt der Normalfall war. Zirkusdarbietung, also das war relativ normal, dass wo auch immer wir langfuhren, ist quasi so ein Rattenschwanz von Aktivitäten sich rund um dieses Ding entwickelte. Es ist aber auch als Aktionsmobil benutzt worden. Hier steht es jetzt auf einem besetzten Genversuchsfeld in der Wetterau. Und das ist eine Aktion hier mit dem Asta damals zusammen, Mensa-Boykott, um halt dort auch Bio-Essen, Einwegfreiheit und sowas durchzusetzen. Weitere Räume, das fand ich ein sehr interessantes Projekt. Diesen Wagenplatz gibt es auch jetzt noch am Leistgelsteiner Weg. Entstanden ist er als Projekt von Obdachlosen, sich selber einen Wagenplatz zu organisieren. Haben wir sehr stark unterstützt damals. Und es gab auch in Gießen mehrere Projektwerkstätten. Das hier war das allererste, das Café Ö in der Rundstraße. Dort gab es auch so einen Kreativraum. Das war eine Uniliegenschaft. Dann gab es mal eine Projektwerkstatt in der Ebelstraße. Das war schon ein bisschen interessant. Das war in einem Privathaus von Leuten, die wir kannten. Und damals war auch schon ein grüner Baudezernent. Eckhard Dammann hieß der. Und der hat sofort mit Baurecht uns kalt gemacht. Also man muss schon immer sagen, unsere härtesten Gegner waren immer die Grünen. Ich finde das auch psychologisch nachvollziehbar, weil die CDU weiß ja, dass wir ihr Gegner sind. Und die Grünen sind immer wieder angenervt davon, dass wir sie kritisieren für ihre Scheißpolitik und wollen uns weghaben, weil sie diese Kritik aus der Öko-Ecke einfach nicht gebrauchen. Weil sie mehr Bedürfnis danach hatten, nicht von links oder von Öko-Seite kritisiert zu werden. Und wenn die Grünen halt Straßen bauen oder sowas, ist das für die viel schlechter, wenn jemand sagt, das finden wir doof. Wenn die CDU Straßen baut, dann weiß sie doch, dass sie kritisiert wird. Die Grünen bauen auch mehr Straßen. Das liegt aber wiederum daran, dass sie ja im Parlament dann nur Applaus kriegen. Wenn Rot-Grün dran ist, so wie jetzt in Gießen, gibt es keine Opposition. Ne? Also wenn die den Verkehrsversuch abbrechen, gibt es da niemanden, der dagegen kämpft. Oder wie in der Bundesregierung, wenn die Kriege führen oder weiß ich was für einen Scheiß machen, dann gibt es ja niemanden mehr, der dagegen ist. Oder Agenda 2010 oder sowas. Das geht alles nur unter Rot-Grün. Weil die werden dann getreten, jetzt haben sie ja die Opposition sogar noch in der Ampel, die werden dann halt getreten von FDP und CDU und machen das. Ne? Die CDU würde wiederum von den Grünen aus wahltaktischen Gründen Druck kriegen und hätte es schwerer.
macht auch Scheiße. Sie sind nicht die bessere Partei, sondern sie haben dann eine Opposition. So, den letzten Raum, den wir hier hatten in Gießen, fand ich auch eine sehr schöne Phase, war dieser Kreativaktionsraum im Antiquariat Gutschrift in der Bahnhofstraße. Die hatten ja zwei Stockwerke dort, also wo jetzt der Schallplattenladen Music Attack drin ist, da waren die drin. Und die hatten dann im oberen Stock ein paar Regale abgebaut und da war der Treffpunkt. Das war einfach sehr schick, weil das quasi den ganzen Tag offen war. Und unten an der Theke saß die Jule immer und mit viel Infos konnte halt sehr viel vernetzen. Das war ein schöner Treffpunkt. Das hier ist ein Bild von einem Nachtreffen. Also da lief ja immer die Globale in dem Kino und da gibt es ja keinen Raum. Das heißt, wir haben immer hinterher in diesen Räumen das Nachtreffen zu den Globale, mit, wenn da irgendwelche Publikumsgäste oder sowas waren. Es gab aber nicht nur diese Kreativräume, sondern alle möglichen Sachen. So ist auch aus dieser Kreativszene der Umsonstladen entstanden, den es heute im Café Toller gibt. Das ist ein erster Standort gewesen in der Marburger Straße, ewig her auch. Ich fand immer das Spannendste, wir sind Pi mal Daumen einmal im Monat rausgegangen und haben draußen im Seltersweg den Umsonstladen unterwegs gemacht. Haben alles in Kartons gepackt, auf den Seltersweg ausgepackt, noch mit verschiedenen Aktionen rundherum. Und dann konnten sich die Leute alles nehmen. Am Abend war alles weg, aber weil die Öffentlichkeitsarbeit so gut war, war am nächsten Tag der Laden auch wieder voll. Die Leute haben sich das alle gemerkt und konnten endlich ihre Altkleider los. Also das sind so die Bilder von diesem. Wir haben mal Modenschauen gemacht. Das war auch ein witziger Moment. Zu dem Zeitpunkt fing die Polizei auch schon an zu bemerken, dass wir durchaus robust sind. Und da war es noch so ein Moment, da hatten wir so eine Modenschau. Und dann kam das Ordnungsamt vorbei. Ihr seht alle, wir sind noch in der grünen Phase der Ordnungshüter. Und wollten unbedingt, dass ich da aufhöre zu singen. Da sie sich nicht richtig durchsetzen konnten, haben sie dann die normale Polizei geholt. Und die hat denen dann gesagt, seid ihr total bescheuert, lauft weg. Das macht überhaupt keinen Sinn. Auch hier gab es zu dieser Modenschau eine ganze Menge unterschiedlicher Songs. Jetzt kommt mal etwas auf eine üble deutsche Schlagerschnulze. Es war ein schönes Ding, das letzte im Regal. Die Sehnsucht brannte so, doch Klauen war nicht legal. Der Drang war ziemlich stark und um es doch zu ziehen, schaute ich nach anderen, doch niemand war zu sehen. Da griff ich zu und steckte es in die Jacke, doch irgendwie hatte ich das Gefühl, als sah mir jemand zu und schien zu sagen, du kommst jetzt mit mir. Ich war 16 und er Polizeihauptmeister und über Diebe wusste ich nicht viel. Er wusste alles und er ließ mich spüren, du kommst nicht raus hier. Dabei war es nur zu teuer. Er gab sich so, als könnte ich nicht entweichen. Und auf den Schultern trug er nur sein Dienstabzeichen. Ich war verlegen und ich wusste nicht, wie raus aus diesem Raum, in dem ich wie gefesselt drinnen hing. Ich kann verstehen, hörte ich ihn sagen, nur weil du arm bist, tust du noch, was du fühlst. Drum bleibst du hier, bis du endlich brav wirst. Das wird schon gehen. Ich begann zu träumen von einer anderen Welt, in der jeder vom Überfluss erhält, was er zum Essen braucht und für das Leben. Es ist genug da, genug für alle. Viele Jahre später haben wir dieses mit dem Umsonstladen unterwegs zu einem viel, viel riesigeren Format gemacht. Das ist jetzt gar nicht so lange her, unter 10 Jahre würde ich sagen, aber schon, glaube ich, mehr als 5, der sogenannte Umsonstzug. Wir haben dazu aufgerufen, an einem bestimmten Tag
mit irgendwelchen Gefährten, viele Leute haben Einkaufswagen sich mal geborgt und irgendwelchen Kram da reingestellt und tatsächlich haben viele mitgemacht und ich fand, es war ein ultra geiles Format. Wir sind da durch den Seltersweg gezogen mit sehr vielen unterschiedlichen Sachen, Essen, Klamotten, Bücher und so weiter. Einmal hoch und einmal runter, Musik dabei, Theater dabei und haben dafür geworben, dass nicht immer alles Warenform haben muss und weggeworfen werden muss. Also das sind alles Eindrücke von diesem Umsonstzug. Das fand ich tatsächlich eine ziemlich beeindruckende Geschichte. So, jetzt etwas, was hier in Gießen auch eine große Rolle gespielt hat. Dann später sogar noch eine sehr große, weil eben die Uni Gießen dann da stark einstieg. Die Agrogentechnik. Das war vor 10 bis 15 Jahren das Hauptthema der Umweltbewegung, aber es ging viel früher los. Wir sind hier jetzt noch in den 90er Jahren. Dort gab es die ersten gentechnischen Anlagen in Deutschland, also Felder mit manipulierten landwirtschaftlichen Produkten. Und das erste Feld hier in der Region war in Mehlbach, das ist ein Ortsteil von Wölfersheim. Und das ist das Feld. Das wurde besetzt, wie Mensch sieht. Wer sich mit Besetzung ein bisschen beschäftigt, sieht interessante Unterschiede. Damals war noch angesagt eine Vierpfahl-Turmkonstruktion. Das ist ja, denn irgendwann gab es ja diese Tripods, heute ist der Monopod eigentlich der letzte Schrei bei den Besetzungen. Es ist immer so witzig, wie man halt Geschichte aufbauen kann. Man könnte auch eine Geschichtsschreibung der Bewegung an der Architektur von Besetzungstürmen machen. Diese Besetzungen haben natürlich auch Leute aufgeregt, aber es war enorm wirkungsvoll so in der Öffentlichkeitsarbeit. Also die CDU fand es jetzt eher nicht so gut. Und es wurde auch dann mal geräumt oder so. Und die zweite Aktionsform, die damals typisch war, war die Felder dann wieder kaputt zu machen. Und in der Kombination war das sehr vermittlungsstark. Du hast das besetzt und dann gab es lauter Veranstaltungen. Viele Leute haben davon mitgekriegt. Und dann wurde es geräumt, auch sehr öffentlichkeitswirksam. Und dann wurde es angesät und irgendwann war es immer in der Nacht verschwunden. Das ist ein interessantes Gefühl. Ich habe das natürlich logisch nie selber gemacht, aber ich stelle mir vor, dass das sehr nett ist, wenn du da bist. Du musst man sich vorstellen, diese Pflanzen, die werden im Labor erzeugt. Jede Pflanze ist da 5000 D-Mark damals oder Euro heutzutage wert. Und du gehst dann also durch und ziehst diese Pflanzen raus und weißt, dass du mit jedem Griff 5000 Euro vernichtest. Das muss man natürlich heimlich machen, aber hier, das ist das zu demselben Feld. Die Bürgerinitiative schaltet dann eine Todesanzeige, dass das Rapsfeld tot ist. Das sind sehr, sehr wirkmächtige Aktionen. Die Gießener Kreativaktionszusammenhänge haben sich sehr viel auch an überregionalen Sachen beteiligt und da entstand das nächste Bild. Das ist heutzutage vielleicht sehr bekannt. Da seilen sich Leute über eine Autobahn ab. Dieses Bild ist aus dem Jahr 2000. Das ist die mir bekannte erste Autobahnabseilaktion. Ich war auch mit dabei und ist eine Gemeinschaftsaktion von Marburg, Gießen und Plauen gewesen zur Eröffnung der Expo 2000. Ohnehin war die Expo 2000 in Hannover damals, sie heißt ja nicht nur Expo 2000, sondern die Eröffnung war im Jahr 2000, der Versuch, auch in Deutschland eine Bewegungskultur größer zu machen, die damals schon in anderen Orten, vor allen Dingen in Großbritannien, London zum Beispiel und in Seattle sehr bekannt wurde. Nämlich solche dezentralen Blockadekonzepte, also die nicht mehr zentralistische Latsch-Demos, wo ich immer finde, dass eher so die Kunst, wie schaffe ich es, 10.000 Leute unsichtbar zu machen, sondern eher so in ganz vielen Kleingruppen. Und das, was ja in den imperialen Ländern als erstes groß bekannt wurde, war diese Blockade des Welthandelstreffens in Seattle. Das war nicht die erste Aktion dieser Art, aber die erste, die in den imperialen Staaten zur wahrgenommen wird. Und dann glauben die auch immer, dass sie das erfunden haben. Das ist natürlich Unsinn. Aber diese Aktionsstrategie wollten wir für die Eröffnung der Expo 2000 machen. Und es hat auch richtig gut geklappt. Das wurde nach Projektgruppen und nach Städten aufgeteilt. Man muss sich halt vorstellen, Internet war noch nicht so dominant damals. Das heißt, du musstest es eher nach Städten aufteilen, damit die Leute in Kommunikation waren. Und dann wurden die Kreuzungen von Hannover und die Straßenbahnlinien und die Autobahnen aufgeteilt. Und der Gießen-Marburger-Clan übernahm halt den Messeschnellweg. Andere haben mit Buttersäure die Eingangshallen zum Messegelände kalt gemacht. Irgendein Umzugskommando ist mit so einem fetten Sofa in die Straßenbahnlinie Richtung Expo-Gelände eingestiegen. Dann passte dieses Sofa da nicht rein. Es ging aber leider auch nicht mehr raus, blieb in der Tür stecken. Und wenn so eine Straßenbahnlinie auf seinem Gleis steht, dann ist einfach die Linie fertig. Also es ging tatsächlich nichts. Trotzdem war es ein glatter Fehlschlag, weil wir eine Sache nicht bedacht haben. Es ging einfach keiner hin zur Expo. Es war ein riesiges politisches Projekt, aber die Menschen wollten da nicht hin. Also haben wir da über der Autobahn gehangen und es kam kein Auto. Es war ein bisschen ärgerlich. Rund um die Expo auch Auseinandersetzungen in der Umweltbewegung.
In den 90er Jahren hat sich die Umweltbewegung ja sehr, sehr stark angepasst, ist sehr stark in neoliberale Ecke gegangen, mit den Firmen, alles über den Ökomarktwirtschaft und so weiter und so fort, also die Programme, die die NGOs und sowas gemacht haben. Und bei der Expo haben deshalb die Umweltverbände sehr stark mitgemischt, was wir mit einem Tortenwurf quittiert haben. Diese Torte trifft gerade Jürgen Resch, der heute auch nicht ganz unbekannt ist. Aber wenn man hinter den Kulissen guckt, wer den finanziert, dann trifft man auf diesen Korruptheitsgrad der Umweltbewegung auch ganz gut. Wir waren bei vielen Sachen dabei bei der Expo. Zum Beispiel hier eine Blockade, eine Arm-Lock-On-Blockade um das Vorderrad eines LKWs. Nur eine Aktion hat es in Gießen selbst gegeben. Und das war am 4. Mai auf dem Gelände der Liebig-Schule. Da fuhr ein Werbemobil für Gentechnik rum. Also es hat nicht informiert, sondern die Schülerinnen konnten ihre ersten gentechnisch veränderten Tomaten einfach selber herstellen und wurden dann da so durchgeschleust. Das stand da 2 Tage. Und am Abend von dem ersten Tag gab es eine Veranstaltung in der Aula und die Direktorin der Liebig-Schule verkündete vorher, dass alle gentechnisch kritischen Flyer eingesammelt werden und gentechnisch kritische Stellungnahmen den ganzen Abend nicht erlaubt sind. Auf dem Podium saßen nur Befürworter und du durftest auch nicht aus dem Publikum heraus etwas gentechnisch Kritisches sagen. Es war einfach per Hausrecht verboten. Vor diesem Hintergrund fand ich die Antwort, die Unbekannte gegeben haben, erstaunlich passend. Also am nächsten Tag war dieses Science-Life-Mobil ein Haufen Schrott. Viele Millionen Schaden. Das ist mein einziges 129a-Verfahren. Bildung terroristischer Vereinigung. War auch ein bisschen aufregend, wenn der Generalbundesanwalt gegen dich ermittelt. Aber sie haben natürlich nichts rausgefunden. Ich habe mit solchen Sachen ja auch nichts zu tun, ist doch klar. Dieser Expo-Widerstand war, deshalb habe ich ihn so ein bisschen erwähnt, der Startmoment, wo wir aus diesen Gießen-Marburger Zusammenhängen gesagt haben, wir wollen da mehr einsteigen. Und dann gab es viele Treffen, vor allen Dingen in der Projektwerkstatt. Jetzt war die ja in Saasen, überregionale Treffen, wo wir Methoden entwickelt haben. Das, was wir heute alles kennen, Kommunikationsguerilla, verstecktes Theater, wurde auf Wochenendtreffen systematisch entwickelt. Das erste Treffen war am 4. Advent 2001 und hat hier Spuren hinterlassen. Also wenn man in den Kirchenkreisen nachfragt, dann können die sich da immer noch dran erinnern. Jedenfalls hatten wir uns unter anderem mit verstecktem Theater beschäftigt. Und dann überlegt, ob wir das nicht mal ausprobieren wollen. Aber wenn man am 4. Advent, das war 21. bis 23. Dezember, wo kann man jetzt noch gut verstecktes Theater spielen? Wo sind dann noch Leute? Naja, wir haben 5 Weihnachtsgottesdienste in Gießen besucht, nacheinander. Und ungefragt, in einem passenden Moment, wo das so wirkte, als würde das dazugehören, also wir haben nichts unterbrochen, sondern gewartet, bis gerade irgendwas zu Ende war, ein Theater aufgeführt mit diesem Text, das ist der gesprochene Text da. Und das war unser erstes verstecktes Theater in Gießen. Das hat uns alles sehr stark motiviert, aber es hat noch ein bisschen gedauert, bis hier wirklich in Gießen diese Phase des Kreativwiderstands losging. Und das war mit den ersten gelungenen Aktionen im September 2001. Da war gerade Bundestagswahlkampf und das hier ist die erste größere Aktion, die hier in Gießen stattfand. Und zwar war Guido Westerwelle da vor Ort als FDP-Bundestagskandidat. Ist hier unten auch zu sehen. Der Kirchturm hier hatte gerade ein Baugerüst und wir sind mit ein paar Leuten auf dieses Baugerüst geklettert. Da waren sogar Bauarbeitis drauf und wir haben gesagt, wir haben denen gesagt, wir wollen die FDP ärgern und die Bauarbeitis fanden das spontan super. Ja, und der Staatsschutz hat euch Nein, nein, es ist unsere erste Aktion. Es ist unsere erste Aktion dieser Kreativserie. Kein Staatsschutz am Start. Keine Ahnung, irgendwo standen die rum, aber sie kannten uns ja noch nicht. Am Nachmittag war dann Joschka Fischer da und da kamen wir nicht mehr rein. Also die haben sofort ein Riesenaufgebot zusammengezogen, weil sie waren völlig irritiert von der Aktion. Hier sieht man jetzt die Fähigkeiten des Kreativaktivismus. Wir waren sicherlich unter 10 Leute. Ich glaube, wir waren zu zweit da oben. Ich war mit da oben, hatten auch einen Lautsprecher. Unten mischten sich andere Leute unter die FDP. Wir haben dann von oben gegengehalten mit irgendwelchen Ansagen und die unten haben dann angefangen zu pöbeln, die FDPler. Und unsere Leute haben ordentlich mitgepöbelt, also die Stimmung richtig in Gang gebracht, sodass am Ende so, man sollte die da runterschießen und sowas. Also richtig, so wie die Autofahris beim Verkehrsversuch. Die Technik dabei ist ja quasi undercover sich dabei mit einzuschleimen. Und so diese Leute von uns fielen dann als besonders tolle FDPler auf und konnten deshalb relativ unbemerkt nah an die reinkamen und kappten das Kabel von der Anlage von Guido Westerwelle. Dann waren wir die Einzigen, die den FDP-Wahlkampf betrieben haben. Guido Westerwelle ist wutentbrannt in sein Auto gestiegen und davon gebraust. Das ging jetzt tatsächlich in einem hohen Takt weiter. Diese Art von Aktionen, diese und andere, die wir da entwickelt hatten, wurden jetzt in Gießen wirklich zu unterschiedlichsten Themen gemacht. Ein großes Thema, was sich kurz danach anbahnte, war die Debatte um eine Gießener Gefahrenabwehrverordnung. Wir sind Ende 2002.
Da verabschiedete Gießen die Gefahrenabwehrverordnung, die unter anderem sagt, dass man hier in der Innenstadt kein Alkohol trinken darf, man sollte nicht im Müll wühlen dürfen und so weiter und so fort. Im Vorfeld dazu gab es ganz viele Aktionen, dann auch Presseberichte, Stadtparlament vor heißem Donnerstag. Und in diesen Tagen davor, wo die Stimmung so hochkochte, was passiert, Krawall und sonst wie was, stand da alles so drin, man sei auf Krawall vorbereitet, passierte dann das allererste, was Gießen dann ja häufiger erlebt hat, ein Fake. In solche hochgeputschten Stimmungen lassen sich optimal gefälschte Briefe reinbringen. Es gab einen Brief in der Stadt verteilt vom Rechtsamt der Stadt Gießen, Sicherheitsvorkehrungen, und dort wurde dann verhängt, was man dort alles nicht mehr machen durfte, keine Autos abstellen und so weiter. Und was hier auch stand, das war ein bisschen witzig, beim Auftauchen von Personen in Polizeiuniform sollte die Polizei angerufen werden, weil bekannt sei, dass sich diese Leute häufiger in Polizeiuniform verkleiden. Was erstmal grundsätzlich stimmt. Was aber natürlich witzig ist, jetzt können Sie da viele Leute hinstellen, dann klingelt ständig das Telefon und Sie stellen wenig Leute hin, kannst auch Aktionen machen. Das war wirklich ein Riesenthema in der Zeitung und du konntest erleben, was Kommunikationsguerilla für Chancen bietet. Außerdem war der Abend davor der Beginn des hessischen Unterbindungsgewahrsams. Das war gerade in die hessische Sicherheits- und Ordnungsgesetz HSOG eingefügt worden, dass man Leute bis zu 6 Tagen wegsperren kann. Und tatsächlich wurden eine andere Person und ich an dem Vorabend in Gießen eingesammelt und weggesperrt. Wir wurden der Haftrichterin Kaufmann vorgeführt mit der kompletten Erfindung, wir seien beim Graffiti-Sprühen am Rathaus erwischt worden. Wenn man beim Graffiti-Sprühen erwischt wird, kriegt man wohl auch ein Strafverfahren. Es hat aber nie eins gegeben. Es hat auch nie ein Graffiti am Rathaus gegeben. Und wir waren auch nie da. Also das war das erste Verschwinden lassen. Das sollte noch häufiger vorkommen. Im Jahr 2003 bin ich 8-mal auf diese Art und Weise verschwunden. Teppichklopfen ist in der Innenstadt verboten. Deshalb wurden solche Aktionen, das ist jetzt so ein Bild vor dem Stadtverordnetensaal, ist jetzt vom Ensemble her nicht wiederzuerkennen, weil das ist noch das alte Rathaus, das wurde in der Zwischenzeit abgerissen, das fand ich ja gut, aber es wurde neues hingebaut, fand ich nicht so gut. Das ist der Eingangsbereich zu dem Stadtverordnetensaal, weil alles so aufgeregt war, hat dann der Stadtverordnetenvorsteher, jetzt kommen lustige Namen, also die Leute hatten damals alle sehr komische Namen, der hieß damals Geil, das hier ist der damalige Einsatzleiter Wiese, hier hinten steht der damalige Polizeipräsident Meise. Und die reden jetzt auf die Leute ein, die da halt so rumprotestierten. Also das hier muss schon eine Person von uns sein. Das war jedenfalls damals der Juso-Vorsitzende. Hier steht noch so eine HR-Mensch. Wie hoch geputscht diese Situation so damals war, und das entwickelte sich dann ja noch über Monate weiter, konnte man auch daran sehen, dass der Bürgermeister, der hatte auch den passenden Namen, der hieß Herr Haumann, trat an die Presse und meinte, diese Sicherheitsvorkehrungen seien notwendig, weil es hätte eine anonyme Bombendrohung gegeben. Dann ging dieser Tag vorbei, wir wurden auch wieder freigelassen und so weiter und so fort. Es gab dann noch weitere Aktionen, aber ein Stadtverordneter, damals hieß das Ding noch PDS, hat sehr lange nachrecherchiert und dann irgendwann den Haumann gezwungen, zuzugeben, dass er sich das frei ausgedacht hatte. Wobei ich fand, seine Presseinfo, die er dann rausgehauen hatte, war sehr selbstbewusst und führte zu unserem Slogan, den wir die ganzen Jahre danach benutzt haben. Es ging jetzt um diese Vorwürfe und dass ihn in den letzten Tagen sehr viele Menschen auf der Straße angesprochen haben mit dem Tenor, Sie haben das richtig gemacht, haben ihn bestärkt. Die Vorwürfe, er habe ein hartes Sicherheitsverständnis, seien für ihn eine Auszeichnung. Ich stehe für Law and Order, die anderen für Lust und Laune. Also wir haben dann T-Shirts gedruckt und sowas, denn da stand immer drauf Lust und Laune statt Law and Order. Also der CDU-Hardliner kreierte unseren Spruch. Dann ging das halt immer so weiter mit dieser Bombendrohung. Das hat eine riesen Auseinandersetzung gegeben. Ein Verfahren gegen Haumann hat es nicht gegeben. Wenn wir uns Bombendrohungen ausdenken würden, würde es das wahrscheinlich so geben. Die Polizei hat dann aber gesagt, und die Staatsanwaltschaft, das sei keine Vortäuschung einer Straftat, weil die Polizei wusste, dass es gelogen war. Das ist mir dann aber neu, dass eine Straftat keine Straftat mehr ist, wenn die Polizei weiß, dass es eine Straftat ist. Also ist mir juristisch neu, aber naja. Es gab viele unterschiedliche Aktionen, zum Beispiel auch eine, die habe ich jetzt hier auch eingebaut, weil ich sie sehr ähnlich finde, dieser Treffpunkt-Idee. Wir haben häufig auf dem Kirchenplatz den Umsonstladen aufgebaut und so offene Treffs quasi gemacht, aber eben meistens mehr so draußen. Und es ist die erste Veranstaltung, die wir über eine Klage beim Verwaltungsgericht durchgesetzt haben. Also muss ich alles vorstellen, dieses ganze Know-how, was jetzt vorhanden ist. Und wir spielen ja mit den Gerichten inzwischen sehr souverän. War damals alles nicht vorhanden. Wir haben jedes Fettnäpfchen und jeden sonst wie was mitgenommen, um zu lernen. Und das war das Erste, da hatten sie uns das verboten. Der Kirchenplatz war damals noch eine Rasenfläche. Und die Begründung war, dass der Rasen kaputt geht. Und dann wurde das verboten und damit wir nicht da drauf kommen, sind sie dann mit lauter Mannschaftstransportern auf den Rasen gefahren. Mussten aber ein paar Stunden später wieder abziehen, weil wir dann diese Klage gewonnen hatten. Es passierten auch sehr amüsante Dinge. Also es waren immer mal wieder Wahlkämpfe.
Und auch in diesen Wahlkämpfen passierte sehr viel. Die Stimmung wurde immer angespannter. Das Jahr 2003 war ein extrem aktionsreiches Jahr. In der Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Gießen ist das auch ganz gut nachzulesen. Die Kriminalität im linksradikalen Bereich stieg von 2002 auf 2003 um 647%. Das führte natürlich zu den Gegenreaktionen. Eine Posse, das ist jetzt einfach nur irgendwie lustig, war Bürgermeisterinnenwahlkampf in Gießen. Und da trat auch für die Grüne eine Kandidatin an, die hatte jetzt auch wieder so einen passenden Namen, die hieß Gülle. Wir haben dann eine Aktion gemacht, so eine subversive Aktion. Wir haben überall Flyer verteilt in der Stadt, dass wir die Symbole der Herrschaft sprengen werden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, und dann sind wir da losgegangen auf dem Seltersweg, die Polizei mit ganz vielen Leuten dort, und wir hatten alle so Gießkannen in der Hand, um die Symbole der Herrschaft zu sprengen. Wir sind nicht weit gekommen. Das Erste, was kam, ist der Stand der Grünen gewesen. Die Fotos sind sehr schlecht. Dieser Arm hier hinter dem Stand ist von Angela Gülle gewesen. Die ist also überhaupt nicht Teil des Geschehens gewesen. Wir sind hier quasi vorbeigegangen. Als nächstes wäre der CDU-Stand gewesen und wir hätten gedacht, so, da gibt es vielleicht die ersten Auseinandersetzungen. Hatte es zu dem Zeitpunkt auch schon Schlägereien zwischen uns und der CDU an Wahlstellen gegeben? Das kam anders. Wir haben gar nicht darauf geachtet, aber es stand dort ein Wahlständer von Angela Gülle im Weg. Und auf den haben wir ein bisschen Wasser gegossen, im Vorbeigehen. Aber das muss irgendwie Angela Gülle mitgekriegt haben und auch andere von den Grünen. Jedenfalls stürzten sie heran. Also es sind übrigens Bilder aus der Kamera eines Staatsschützers. Das ist jetzt das letzte Bild, was der gemacht hat. Hier sieht man eine Person von uns. Man sieht mich da auch. Man sieht hier jemand von den Grünen mit sehr freundlichem Gesichtsausdruck. Und hier wieder Angela Gülle. Die ist inzwischen da in meiner Nähe. Und dieser Mensch wird sich jetzt auf Susanne stürzen und Angela Gülle wird mir mitten in der Fußgängerzone eine volle Kanne in die Fresse hauen. Das führt zu gewissen Problemen. Wir waren damals völlig unbeliebt, das war nicht das Problem. Meine Brille flog, gerichtsfest, 6 Meter. Und jetzt mussten sie sich was ausdenken, wie sie das handhaben. Also wie kann man Angela Gülle jetzt schützen? Weil die Polizei, wissen wir ja, ermittelt immer so, dass für ihre Freundinnen und Freunde gut ausgeht. Nun konnte man aber ja nicht mehr in Frage stellen, dass sie zugehauen hatte, weil das war samstags um 12 Uhr mitten in dem Seltersweg. Also musste man einen Grund dafür finden und hat dann konstruiert, dass ich sie beleidigt haben soll. Und zwar in diesem Moment, was aber gar nicht funktioniert, weil da war sie ja überhaupt nicht in meiner Nähe. Und dann kriegte ich ein Gerichtsverfahren wegen Beleidigung und Angela Gülle natürlich eins wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Dieses wurde eingestellt, also die hat nie ein Verfahren gekriegt, also man darf mir in die Fresse hauen. Aber mein Verfahren lief und ich bin tatsächlich rechtskräftig verurteilt worden, obwohl es niemanden gab. Selbst die Polizei, die daneben stand, auch das ist der Schulter von einem Polizisten, haben alle gesagt, dass sie nichts gehört hätten, was ich gesagt habe. Also die haben mich gar nicht belastet, sondern die haben gesagt so, wir haben nichts gehört. Niemand hat jemals was gehört. Trotzdem bin ich rechtskräftig verurteilt. Jetzt lesen wir mal das Urteil. Wie kriegt man sowas hin? Die Zeugin, das ist Angela Gülle, räumte selbst ein, den Angeklagten geohrfeigt zu haben. Für eine solch extreme Reaktion muss es Gründe gegeben haben. Für Oberbürgermeisterkandidaten macht es sich schließlich schlecht, wenn sie bei Wahlkampfveranstaltungen grundlos Passanten prügeln. Schließlich wollen sie gewählt werden. Also wenn man geprügelt wird, ist das der Nachweis, dass man jemanden beleidigt. So einfach geht das. Also das ist so ein bisschen amüsant. Es spitzte sich immer weiter zu und Ende 2003 waren die Nerven wirklich bei allen, lagen die blank. Das hatte unter anderem dann zur Folge, dass die Polizei immer absurdere Sachen machte, um Leute anzugreifen. Das ist ein Ausschnitt aus der Terminseite im Internet. Am 9.12. am Amtsgericht Gießen Lesungen. Letztlich war es gar nicht am Amtsgericht, sondern am Eingang der Staatsanwaltschaft. Wer sich da auskennt, da ist es nachts beleuchtet. Das ist der Eingang zur Staatsanwaltschaft. Hier hinten ist die Ostanlage. Da ist so ein Übergang. Da kannst du auch bei Regen dich ganz gut treffen abends. Und der ist gut beleuchtet. Und hier fand diese Lesung statt. Es war öffentlich angekündigt. Und die Leute saßen und haben tatsächlich auch Zettel vorgelegt. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie in Marburg und wollte später dazu kommen. Aber da war dann nichts mehr. Was passierte? Das ist ein Vermerk der Polizei, die da vorbeikommt. Das ist die erste Streife, die da ankam. Fuhren in die Ostanlage in Richtung Marburger Straße, sehen dann da irgendwelche Leute, fahren mal hinten rum über die Ringallee in die Gutfleischstraße und gucken dann mal, was da ist. Bei der anschließend beabsichtigten Kontrolle befanden sich dort zunächst 6 oder 7 Leute, die Gedichte vorlasen. Ultra langweilig, ne? Aber diese Gerichtslesung wird etwas mutieren. Kurze Zeit später entsteht dieses Foto von einer noch nicht entdeckten Digitalkamera. Das ist der Keller der Fernihstraße, Polizeipräsidium. Alle Gedichtevorlesenden wurden verhaftet.
ich kam dann dahin, da war da niemand mehr. Ich bin dann wirklich auch in die Projektwerkstatt gefahren, weil zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich war 8-mal in Unterbindungsgewahrsam in dem Jahr, war mir schon klar, die sind wieder mitgenommen worden. Das ist einfach Standard der Gießener Polizei. Tatsächlich am nächsten Tag hauten die dann eine Presseinfo raus, wegen beabsichtigter Farbschmierereien. Am Abend vorher haben die das noch als Lesung erkannt. Am nächsten Tag denkt sich die Pressestelle der Polizei aber aus, dass es sich um einen versuchten Farbanschlag handelt. Die Gruppe hatte offensichtlich die Absicht, Farbschmierereien zu begehen, da entsprechende Utensilien mitgeführt wurden. Keine Ahnung, was die damit meinten. Jedenfalls wurden die 24 Stunden festgehalten, dann wurden sie wieder entlassen. Das ist diese ganze Gruppe in der Fernichstraße. Und weil wir so häufig verhaftet wurden, haben wir in diesem Jahr natürlich auch einen Song auf diese ständigen Unterbindungsgewahrsams geschrieben. Und immer wenn die Polizei kam und uns festnahm und wir gerade nichts anderes als Thema hatten, haben wir dann ihnen dieses Lied vorgesungen. Hat natürlich auch nichts geholfen. Welcome to the Hotel Fernichstraße. Such a lovely place. Nur mit Fliesen vom Face. Such a lovely place. Plenty of rooms at the Hotel Fernichstraße. Any time of year. Und einen kleinen Verhör. You can find us there. Denkst du dir dann, naja, schlimmer wird es wohl nicht, irrst du dich ganz gewaltig, denn aus Staatsschützersicht wird eine Straftat erfunden, meistens ganz ohne Sinn. Doch ein Bulle als Zeuge reicht unseren Richtern meist hin. Welcome to the Hotel Fernichstraße. Such a lovely place, nur mit Fliesen vom Face, such a lovely place. Plenty of rooms at the Hotel Fernichstraße. Any time of year und einem kleinen Verhör, you can find us there. Aber das geht noch weiter. Die haben alle Widerspruch eingelegt und diese Verhaftung bekämpft. Das ist das erste Mal, dass wir selber gerichtlich gegen Polizeimaßnahmen vorgegangen sind. Auch wir mussten ja viel lernen, heute alles souverän, wir geben das in Trainings weiter oder so etwas. Und das ist das erste Mal, wo wir gesagt haben, wir gehen da in Widerspruch. Und das hat schon mal den Vorteil, dass die Polizei sich jetzt festlegen muss, warum sie die Leute mitgenommen hat. Ne, wegen Lesung ist vielleicht in Deutschland noch nicht so weit wieder, dass man wegen Lesung festgenommen werden. Farbschmierereien, ganz eventuell, ist auch ein bisschen dürftig. Also, was schreiben Sie? Dass das alles viel schlimmer war, nämlich, da wäre ein Behälter entdeckt worden, der ganz plötzlich jetzt auftaucht. Also in allen anderen Vorgängen ist der noch nicht so. An diesem Behälter befanden sich Farbanhaftungen in der gleichen roten Farbe, mit welcher zuvor bereits mehrere öffentliche Gebäude, zuletzt das Gebäude der Staatsanwaltschaft sowie das Amtsgerichtsgebäude, großflächig beschmiert worden waren. Das wussten die also schon vor Ort. Die guckten da drauf und sahen die Farbe und wussten, das ist die Farbe an der Wand. Nicht? Also Analysen brauchen wir nicht mehr. So, jetzt wird es aber noch besser. Das ist ja soweit Farbanhaftung. Jetzt kommt es noch besser. In dem Behälter befand sich eine helle, scharf riechende Flüssigkeit, die von Polizeihauptkommissar Fritz als Terpentin oder Waschbenzin eingeordnet wurde. Auf dem Behälter befand sich ein Warnhinweis, den Inhalt gesundheitsgefährdend aussieht. Durch das LKA Wiesbaden wurde zwischenzeitlich bestätigt, dass es sich um ein Lösungsmittel handelt, welches zur Herstellung eines Brandsatzes geeignet ist. Der Fund des Behälters führte bei PHK Fritz zu der Annahme, dass hiermit ein Brandanschlag auf die Justizgebäude verübt werden sollte und dieser unmittelbar bevorstand. Halbes Jahr später war die Lesung über den Zwischenphase eines Farbanschlags zu einem Brandanschlag geworden. Es geht dann durch die Mühlen, du legst da nochmal Widerspruch ein. Und irgendwann in einer ganz anderen Akte fanden wir sogar noch einen Hinweis, was denn das LKA über diesen Eimer, an dem waren ja die Farbanhaftungen von den anderen Farbanschlägen in den Monaten davor dran. Also das ist ganz normal, man macht so Farbanschläge und geht immer mit demselben Eimer rum. Man wäscht sich auch gar nicht, sodass die gleich am Finger wahrscheinlich so einen Kalender machen können, was du alles so gemacht hast. Und dann finden wir in einer anderen Akte nochmal einen Vermerk eines Staatsschützers. Eine Untersuchung des Gefäßes beim Hessischen Landeskriminalamt kam zu dem Ergebnis, dass es sich um einen Eimer handelte. Da haben die bestimmt lange geforscht. In dem eine Kunststoffflasche lag. Also ein Eimer, in dem eine Kunststoffflasche lag. Die angesprochenen Farbreste konnten beim Hessischen Landeskriminalamt nicht mehr festgestellt werden. Also als das Ding in Wiesbaden ankam, war der Eimer wieder sauber. Grund hierfür dürfte sein, dass es sich bei dem Inhalt um Graffiti-Entferner handelte. In der Tat, dieser Behälter stammte von der Firma, die Graffitis entfernt hat. Und die haben sie sich dann genommen, um den Leuten einen Brandanschlag unterzuschieben. So geht Polizei.
Wir haben auch eine Menge von verschiedensten Aktionen so gemacht. Relativ bekannt wurde unser Kameragottesdienst. Der war auch sehr witzig. Wir haben eine ganze Liturgie. Damals war noch Roland Koch an der Regierung und Volker Bouffier sein Innenminister. Und dann haben wir so Glaubensbekenntnisse gemacht. Ich glaube an Roland Koch und so weiter. So haben wir dann komplett an dem Marktplatz die Kamera angebetet. Das sind verschiedene Bilder von dieser Anbetung. So Kirchenchoräle gemacht. Danke für deine guten Bilder, danke, dass du uns alle siehst. Danke, dass du all deine Blicke auf uns werfen magst. So, und das geht dann so mehrere Strophen so durch, haben wir so eine ganze Gottesdienstliturgie dann gemacht. Wir haben uns sehr viel mit innerer Sicherheit damals auseinandergesetzt, Gentrifizierung. Es gab auch ein bisschen hassgeladenere Songs zu der Überwachung. Wir standen am Marktplatz Gießen und hatten die Zwille dabei. Wir wollten auf die Kamera dort schießen, danach wäre der Marktplatz wieder frei. Ahoi, Kamera da, leb wohl, leb wohl. Jetzt ist aus, Überwacher, lebt wohl, lebt wohl. Ja, wenn die Zwille dich trifft und objektiv zerspringt, ja, fühlen wir uns wieder wohl, ja, sowohl, weil dann jeder von einem Gießen nur träumt, wo es Herrschaft und Nacht nicht mehr gibt. Man könnte ganze Liederbücher damit füllen, was alleine so an Gießen immer mal wieder gemacht wurde. Sehr witzig auch dort Kommunikationsguerilla. Das ist etwas, was wir damals erstmals gemacht haben, heute ich immer wieder empfehle für politische Kampagnen. Allerdings ist die Zeit der politischen Bewegung im Moment nicht besonders kreativ. Gründe deine Gegengruppe. Das ist so viel spannender, wenn du deine Infostände machst, deine Demos machst und deine eigene Gegengruppe da auftritt. Manchmal kommen ja auch die Jungliberalen und sind genauso peinlich oder die junge Alternative und die sind genauso peinlich, wie du das spielen würdest. Aber man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass die den peinlichen Gegenpart spielen. Also machst du das selbst. Und so gab es damals die Initiative Sicheres Gießen. Die spielte mit und ihr erster Auftakt war dieser Kameragottesdienst. Und der wurde pressemäßig richtig schön angekündigt. Und das Sonntagmorgen-Magazin, ihr kennt dieses geistige Tieffliegerblatt, weil das jeden Sonntag im Briefkasten landet und man nicht weiß, wo man noch den Platz in der blauen Tonne hat. Das ist drauf eingefallen. Das ist der Titelartikel dann am nächsten Tag im Sonntagmorgen-Magazin. Und die haben sich richtig gefreut, dass endlich mal eine sinnvolle Initiative in Gießen entstanden ist. Und hat dann alles zitiert, haben das überhaupt nicht gemerkt. Ziel der Aktion sei es, spirituell Verbundenheit mit Überwachung, Kontrolle und den Visionen des Innenministers auszudrücken. Also, Kommunikationsguerilla ist einfach eine geile Methodik. Ich bleibe mal in diesem Zeitstrahl, auch wenn dann parallel schon wieder andere Sachen passierten, wie dann so die Situation mit der Polizei eskalierte und komme zu dem fraglos spannendsten Fall, nämlich den 14. Mai 2006, die sogenannte Federball-Affäre. Die Frage ist allerdings, wir könnten eine Halbzeit machen. Eine Pauschen.